Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Pokémon Feuerrot Edition, ihr 93 Trivia. Also, wie angekündigt, ich habe in der Offscreen-Pause wieder mal ein bisschen trainiert. Polente kann jetzt nur mit meinen anderen Teammitgliedern mithalten. Spike, Brainiac, Hooligan, Peabody. Peabody hat jetzt auch Blitz erlernt, denn ich werde in den Felstunnel gehen und dort ist dieses Düster. Das ist so düster, aber erstmal bin ich auf dem Weg hierher. Ich wollte es eigentlich schon zeigen, falls sich zwischendrin irgendwie Pokémon von mir entwickeln sollen, weil ich glaube, Hooligan ist kurz davor, oder was, Level 28, was Level 32, ich bin mir unsicher, aber naja, du trägst Pokémon bei dir, lass uns kämpfen. Was ist, wenn ich keine Lust habe, hä? Die fragen mich ja nicht mal, die denken sich einfach, die nehmen mir die Entscheidung. Selbstbestimmung ist ein wichtiges Thema in unserer heutigen Gesellschaft, nicht nur in unserer heutigen, sondern auch in der früheren, aber da wurde es eher nicht so, wie sagt man, nicht so ernst genommen. Darum wurde nicht so geachtet. Ich glaube, das war das richtige Wort. Und ich weiß noch, ja, weil ich meine, ich habe es ja erzählt. Ich habe es im früheren Part erzählt. Der Felstunnel in den früheren Teilen. Boah, das war einfach nur zappeduster. Und mein erstes Pokémon-Spiel war ja die gelbe Pikachu-Edition. Ich kann mich noch erinnern. Ich glaube, ich war schon, da war ich jünger gewesen. Und ich glaube, ich war ein bisschen verzweifelt geworden, als ich mich in dem Felstunnel verirrt habe. Zu der Zeit, da hatte ich, glaube ich, noch nicht die Möglichkeit, irgendwie mir Karten oder Sachen im Internet anzuschauen. Und daher war es für mich schwieriger gewesen, weil ich auch nicht unbedingt einem Pokémon eine Attacke beibringen wollte, die es dann nicht mehr verlernen kann. Heutzutage kann ich natürlich damit leben. Manchmal muss man Prioritäten setzen. Ist am Anfang rrr dabei oder nicht Grimasse? Ich kann von alleine eine Grimasse machen. Mal sehen, sinkt genau die des Gegners. Der Gegner senkt die Initiative deutlich. Das ist um 2 Stufen. Es kann helfen, wenn der gegnerische Angriff nicht treffen kann. Es kann aber auch helfen, wenn der Gegner langsam ist. Ich bleib bei Rauchwolke. Ich glaube, das könnte mir eher helfen in anderen Kämpfen, wenn ich das mal einsetzen würde. Aber wie gesagt, also damals der Felstunnel, war echt schwierig. Aber diesmal habe ich gelernt, diesmal ist es ja auch anders. Also es ist ja wie in der dritten Generation, man hat sozusagen ein kleines Blickfenster und nur wenn man den Blitz aktiviert, wird dieses Fenster groß. Man sieht nicht alles, aber es wird groß. Das ist gewonnen. Weil ich die Pokémon habe und das Wissen, jawohl, und die Technik. Du benötigst eine Lichtquelle, um den Tunnel zu durchqueren. Jo, und da kommt die nicht auf die Idee vielleicht. Und da kommt die nicht auf die Idee vielleicht, hoppala. Wie ich mit dir kämpfen? Das ist wahrscheinlich Schein-Pokémon. Da könnte ich mit. Könnte ich mit Hooligan trainieren. Warum eigentlich nicht? Na? Endlich kommt jemand. Mir war richtig langweilig. Du kannst dich auch von alleine bewegen. Das ist ja nicht so, als wärst du hier wie der Berg jetzt am Grund und Boden hier festgewachsen, oder? Wanderer Jens. Jetzt denk doch mal nach. Moment. Hooligan ist ja auch. Sie ist ja auch ein. Kampfpunkt, kein normaler Pokémon, Kampfpunkt, okay. Was wollte ich gerade eben sagen? Ich habe es wieder total vergessen. Ich bin wieder abgewischen. Abgewuschen? Abgewichen. Kleiner Blamage, ausgewichen. Das ist mein Problem. Das ist mein Problem. Wann immer ich hier Privat-Pokémon spiele, mir fallen immer so viele Sachen in den Kopf ein, aber wenn ich jetzt hier vor Kamera. Auch wenn es jetzt irgendwie zeitversetzt ist, weil ihr schaut euch das ja erst irgendwann später an, was weiß ich, vielleicht Jahre später, Monate später, Jahrhunderte später. Und dann fällt mir in dem Moment keine gute Story ein. Weil das ist etwa schon alles. Oh, ich habe kein einsatzbares Pokémon übrig. Ja, da kann ich dich fragen, was ist schon alles? Komm schon, give me more! I need it now! Danke. Deine Knie haben ganz schön geschlackert, oder? Jo. Denn bei mir heißt schon wieder Mittagszeit. Ich hab ein kleines Hüngerle. Mal sehen, was steht da nochmal? Route 9 Azuria City, Felstunnel. Keine Ahnung, was das für eine Schrift ist, aber keine Ahnung, ob es das wirklich sagt. Ich weiß es nicht. Das ist ja auch so hier. Okay, du hast wahrscheinlich Käfer-Pokémon, so wie du aussiehst. Dann darf man Polente zeigen, was Polente gelernt hat. Polente, Meister des Schneiders. Mit scharfer Lauch. Und nicht im Sinne von, der ist sehr schön gewürzt, sondern der ist so scharf, sehr so scharfkantig. Den solltet ihr nicht essen, ansonsten könnt ihr den nämlich zweimal essen. Nämlich im ersten Halbmagen und im zweiten Halbmagen. Du hast keine Chance gegen meine Käfer-Pokémon.
Ja gut, danke, dass du mich warnst, was du hast. Da hab ich ja... Ich hab 3 Pokémon, die gut gegen... Ne, 2 Pokémon. Spyro und Polente. Ein kleines Schraubchen. Oh, kleines Würmchen. Na guck hier da. Wie kreischen abonniert. Was wollt ihr schon wieder sagen? Bin schon wieder abgewichen. Ich hab den roten Faden verloren. Ich glaube, ich habe mein ganzes Volk neu verlegt, wenn es so wie ich klinge. Ich habe nicht aufgepasst, was er sagt. Was bringt der Hornio? Ja, wo kann ich die Zukunft sehen? Ganz ohne Fernrohr. Was wollte ich sagen? Ernsthaft, ich habe schon wieder vergessen. Das ist auch so meine Schwächen. Das ist meine Schwäche. Ich fange Geschichten an und dann fängt das Ganze wieder von vorne an, weil ich nämlich vergessen habe, was für eine Geschichte ich erzählen will. Und manches wird überhaupt nicht... Waren die Punkte immer so groß? Also seine Facettenaugen? Also... Dessen Augen kann man ja als Sieb verwenden. Hä? Ich bin gerade beim Nudelkochen. Komm mal her, du. Gib mir mal deine Kontaktlinsen. Und dann... Und dann darunter. Das ist wahrscheinlich der Witz. Das sind Kontaktlinsen. Und darunter sind ganz putschige kleine Äugelein. Oder monsterhafte Käferaugen. Könnte auch sein. Meine Käfer-Pokémon. Alle schnabuliert. Und Polende schaut noch so unschuldig. Ja, und Meister, hab ich's gut getan? Hab ich sie zufrieden gestellt? Wer keine Käfer mag, den mag ich auch nicht. Kann es sein, dass du nicht viele Freunde hast? Weil ich meine, manche haben nicht so eine Vorliebe für Käfer. Dir weiche ich aus. Ein bisschen Zeit sparen. Wobei ich eigentlich da... Hörst du wohl auf? Ich wollte Zeit sparen und dann wollte mich gleich hier wieder ausdrücken. Ist okay. Ich werde wahrscheinlich irgendwie auf sie zurückkommen. Route 10. So, wenn ich Surfer hätte, könnte ich hier runter zum Kraftwerk laufen, um mir Zapdos zu fangen. Das wird erst später der Fall sein. Hier gibt es ja auch Pokémon zu fangen. Mal sehen, ich glaube, hier gibt's Magnetilo, oder? Habe ich da gibt's. Okay. Worauf ich ja auch mal gespannt bin, ist, ob ich in diesem Playthrough ein Shiny-Pokémon fangen werde. Im Privatspielen war das schon mal der Fall, aber bisher noch nicht im Let's Play. Ah, World Ball. Alles klar. Ich versuche es mir mal zu fangen. Schnabe sollte nicht sehr effektiv sein, das heißt Bim Bam Bum. So, pass mal auf. Ja. Soweit läuft es nämlich gut mit meinem Ziel, alle Pokémon von jeweiligen Gebieten zu fangen. Und ich habe mir sogar jetzt nochmal Abra gefangen und ich finde, Abra ist eines der nervigsten Pokémon zu fangen, weil einfach, wenn es nicht irgendwie... Nein, Pokéball? Ich fange Pokéball in einem großen Pokéball. Oder ein großer Pokéball in einem kleinen Pokéball. Wenn man nämlich nicht die passende Bälle hat oder das Pokémon irgendwie entlehmt, dann hat man Probleme. Aber ich habe es mir gefangen und habe mir jetzt ein Pantimos namens Mimose gefangen. Ob ich es irgendwann mal in einem Kampf einsetzen werde, keine Ahnung. Aber es hilft, weil, wie gesagt, man braucht Pokémon, um vom Assistenten Sachen zu kriegen. Voltball, das Ball-Pokémon. Eine Lebensform, deren Ursprung ungeklärt ist. Man sagt, es setzt Kreideschrei oder plötzlich Finale ein. Ich habe da ja eine interessante Theorie gelesen, denn wenn man jetzt hier vom Kraftwerk aus weiter nach Süden geht, würde man auf den Lavandierturm treffen. Dort gibt es Nebulak. Und wenn man mal genau hinschaut, haben Voltball und Nebulak ähnliche Augen. Die Theorie ist also, dass in der Fabrik oder im Kraftwerk, was ist denn Fabrik oder Kraftwerk, so oder so wurde ein Pokéball von einem Geist-Pokémon besessen. Und dadurch entstand Voltball. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie schon bestätigt worden ist oder ob es überhaupt ein Fünkchen Wahrheit entspricht, aber ich finde, diese Theorie würde auf eine gewisse Weise Sinn machen. Auf eine gewisse Weise. So. Bevor wir jetzt in den dunklen Tunnel gehen, ist das ein Assistent? Oh, Chovo, ich habe schon nach dir gesucht. Ich bin es, der allzeit präsente Assistent von Professor Eich. Falls du bereits 20 Pokémon in den Pokédex hast, soll ich dir von Professor Eich eine Belohnung geben. Er gab mir diesen Ewigstein. Also, Chovo, ich frage dich. Hast du mindestens 20 verschiedene Pokémon in deinem Besitz? Ich habe sogar mehr. Ich habe Supertos 40 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse. Ja, das hast du dir redlich verdient. Ein Ewigstein. Ich lasse ihn mal erklären, das ist ja sein Job. Durch die Entwicklung der Pokémon wird der Pokédex erweitert. Aber manchmal soll sich ein Pokémon nicht entwickeln. In diesem Fall kannst du ihm den Ewigstein geben. Der Professor hat gesagt, dass er die Entwicklung aufhält. Hä? Deswegen auch der Name Ewigstein. Der hält ewig. Und auch das Pokémon hält ewig. Ich habe gehört, dass in Lavandia böse Geister spuken. Naja, kommst du Pokémon. Menschliche Geister habe ich jetzt bisher noch nicht getroffen. Element macht manche Pokémon anderen gegenüber stärker bzw. schwächer. Ja, elementare Wesen hier. Zappalot nochmal.
Ich habe für ein nutzloses Nugget 5000 Poké-Dollar bekommen. Genau das wollte ich sagen. Eigene Schrift, eigene Geldeinheit. 5000 bekommen. Nutzloser Nugget. MD ist bewusst, dieser Nugget besteht aus purem Gold. 20 Karat oder sogar noch mehr. Ich weiß nicht, was Karat, was das für Einheiten sind. Ich könnte... Das ist auch irgendwie traurig. Ich warte hier auf den Gegner. Der muss hier vorbeikommen, wenn er zum Fest dünnen will. Er muss hier vorbei. Zerschneider einsetzen, natürlich. Bup. Felstunnel, Umleitung nach Lavandia. Und der Lavandia? Die Arme wird da jetzt ewig warten. Ich werde auf sie zurückkommen. So, der Felstunnel. Ziemlich düster hier, mal sehen. Peabody, hab mal eine Idee. Hä? Wie bei Wiki. Achso, es wird doch alles erhellt. Achso, ich dachte, es gibt nur ein kleines Fenster. Nun gut, nun gut. Genug Schutz habe ich hier eingepackt. Echt, 3 sind aber super. Nugget habe ich auch 3. Das ist, die habe ich, glaube ich, alle durch Paybacks Mitnahme bekommen. Also, ich rede von meinem Mauzi. Praktische Fähigkeit. So, hier war es doch, glaube ich, so der Fall gewesen. Ich kann an Gegnerkämpfe nicht vorbei, weil sie... Oh, 1000. Setzen Schutz ein und finden wieder einen Schutz. Überall, wo ich vorbeilaufen muss, an Trainern, das ist der richtige Weg. Meine Pokémon wollen kämpfen. Los! Hör mal auf, du Creep! Im dunklen Felstunnel mit lauter Strangers. Im Cosplays. Der Torben mit dem Dragon so. Das kann ja gut ausgehen. Ich sollte eigentlich mal wechseln, wobei Polenta hat jetzt sogar jetzt noch einen Vorteil, weil Bodenattacken treffen Flug-Pokémon nicht. Auch wenn das Pokémon am Boden ist. Hä? Das Pokémon kann ja jederzeit wegfliegen. Es kann jederzeit wegfliegen. Nicht die Sachen, ne? Dennoch verstehe ich es nicht, weil... Oh, Zornklinge. Warum eigentlich nicht? Gegen... Machen wir eigentlich Furienschlag, oder? Zornklinge macht zwar 10, aber eine Attacke, deren Härte bei jedem Treffer zunimmt. Furienschlag, das ist immer nur ein paar Treffer, aber ich habe hier schon eine gute normale Attacke. Okay. Weil besonders zum Beispiel Dragosso und Knogger können Knochenkeulen schmeißen. Aber die treffen nicht. Wirklich, da gibt es genug Comics und so, wo Witze beschrieben werden, die können nur Fans verstehen. Und da muss ich wirklich, der sieht sich vom Computer nickend, das ist richtig, das ist richtig da. Das gibt bei mir einen Daumen hoch, ja, wo es passt. Pokémon hat einfach eine eigene spezielle Logik, aber ich denke, da ich auch irgendwie meine eigene spezielle Logik in gewissen Situationen habe, ich mag Flagman. Dieser saudumme Gesichtsausdruck. Ich mag das Flagman, das ist einfach, das ist wie Baloo von Mowgli in Pokémon-Form, ganz ehrlich. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. So, leg dich einfach hin, roll dich auf den Rücken und ruh dich aus. Yeah. Alles gut. Game over. Na, nee, für dich vielleicht, für mich nicht. Bei mir geht die Batterie nicht zu Ende. Unterwegs werde ich meinen Super fangen. Ja, das passt sicherlich zu dir. Das passt zu dir. Mal sehen. Wenn ich mich richtig erinnere, durch meinen Cheat, den ich aktiviert habe. Ja, ich verwende Cheats. Papier-Cheats. Papierzettel, wo ich mir Codes draufschreibe, die ich im Spiel einsetzen kann. Ha! Entwickelt er sich, glaube ich, auf Level 30 oder so. Naja, Brainiac darf ein bisschen hier. Habe ich mit dir schon geredet? Alles stimmt ja. Werde ich einfach mal ein bisschen lassen. So, alles gut. Alles gut, alles fein. So, muss ich jetzt nochmal Blitz einsetzen? Okay. Ein großer Felsen in einem Pokémon könnte ihn vielleicht zertrümmern. Da gibt mir einfach mal einen Hammer. Gib mir das Hammer, Müll mir. Und dann mache ich das auch selber. Oh, zu Hause zeichne ich gerne Pokémon. Und was machst du in dem Felstunnel? Dort hole ich mir Material für meine Zeichnungen. Was zeichnest du denn gerne? Leichen. Stranger Danger, Stranger Danger. Keep back. Nee, macht keinen Sinn. Backing up, so rum. Nehme ich denn da ein bisschen wieder, Peabody? Psycho gegen Psycho ist leider nicht so passend. Boop. Echt Aquaknarre. In welcher Regeneration hat es die beste Animation? Ich würde sagen in der 6.
Da ist es mehr Wucht. Da sieht es einfach aus, als würde Fleckmann hier mit einer Wasserpistole einfach nur ein kleines Pfützchen auf mich machen. Ja, gib mir noch ein bisschen Deo, ein bisschen Head and Shoulders, was man ja in jeder Dusche eines Kannibalen findet. Und dann mache ich hier einfach ein bisschen hier für die körperliche Hygiene. Und danach tue ich noch ein bisschen hier Musik hören oder mir was Gutes zum Essen gönnen. Und das ist noch was für die psychische Hygiene. So, man muss ja auf sich selber achten, ja? Man selber ist wertvoll, nicht nur die anderen. Ich bin erschöpft. Beim Material sammeln, was? 1200, meine Fresse, du hast Geld wie Dreck. Ich liebe die Kunst, nicht den Kampf. Wie was mit der Kampfkunst? Die gibt's doch auch. Oder magst du da dann eher doch nur den Kunstabschnitt und nicht den Kampfabschnitt? Da war, glaube ich, ein Item war hier. Oh, ein Beleber. Beleber sehen ja so aus wie kleine Fünkchen. Was soll das genau darstellen? Wäre es realistisch, wäre das wahrscheinlich so eine Back-to-Life-Maschine hier. Dung, dung, Achtung! Clear! Sind dann wahrscheinlich zwei kleine Pikachus, die man so aneinander reiben muss. Die haben sich dann ganz doll lieb und da macht's Pika! Na super, jetzt habe ich mir ein Bild in den Kopf gesetzt. Na dankeschön, Back-to-Life-Maschine. Oh, wenn Pikas sich lieben. Ich komme nicht dafür her, aber ich will kämpfen. Wie ist es eigentlich für die Leute hier drin? Wenn ich den Blitz nicht aktiviere, ist es für sie dann die ganze Zeit finster? Die haben wahrscheinlich schon so Echolot, das sind so Höhlenleute, die haben schon ein eigenes Echolot entwickelt und können dadurch sich ohne Probleme in der Höhle hier herumbewegen, oder? Die haben wahrscheinlich keine Augen mehr, die haben sich die nur aufgeklebt, um mich zu täuschen. Die sind keine richtigen Menschen. Halt Höhlenmenschen. Also im Sinne von Menschen, die in Höhlen leben und aber nicht die Uke-Puke-Puke machen. Das ist jetzt auch schon wieder rassistisch. Ist das rassistisch? Ist es rassistisch, wenn man sagt, Uke Uke Buka, mit Höhlenmenschen? Weil die hatten ja noch keine. Also, was heißt, die hatten ja schon eine Sprache, aber wir haben keine. Wir verstehen die Sprache nicht. Oh, ich habe verloren. Oh yeah, I win, I know. Ich mag nur kleine Pokémon, die großen jagen mir Angst ein. Jo, dann solltest du am besten Ewigsteine nehmen, weil deine Pokémon können sich in große Exemplare entwickeln. Pass mal auf jetzt. Da platzt dir die Hose. Also, weil da die Pokébälle drin sind. Nicht jetzt, was ihr jetzt vielleicht denkt. So, naja. Ich glaube, egal wie ich gehe, ich würde gegen einen kämpfen. Dann nehme ich ständig da unten. Schutz wirkt nicht mehr. Bevor ich mich hier dem großen Wanderer gegenüberstelle, wirkt der Schutz nicht mehr. Schützt er eigentlich nur gegen Pokémon oder auch gegen Menschen? Mein Pokémon wird dich das fürchten lehren. Naja, das habe ich schon draus. Das Fürchten habe ich schon raus, ja. Also, wenn wir hier jetzt so eine Extemporale machen, ja, überraschender Test, ich würde den bestehen. Natürlich. Was könnte so ein Test beinhalten? Was macht mir Angst? Wie verbreitet man Angst? Angst, Furcht und Schrecken. Wie kann man ihn an einem wecken? Mit Dunkelheit, Monstern und Gespenstern. Okay, jetzt fällt man keine Reim auf Gespenster. Nein, lassen wir es gut. Lassen wir es ruhen. Bevor ich hier was weiter euch antue. Ich gebe auf, du bist besser. Gut, dass du das einsiehst. In den Bergen findet man viele Stein-Pokémon. Also wenn du mir jetzt als nächstes verrätst, dass man in Seen viele Wasser-Pokémon findet, dann... Okay, dann... Dann ist aber wirklich hier Schicht im Schacht. Eine von denen wollte mir... Ich glaube, hier gibt es irgendwo einen Attackenlehrer, oder? Könnte es sein, dass ich mich verlaufen habe? Ja, um sich zu verlaufen, müsste man auch laufen, damit man es per tun kann. Da du aber dich nur an einer Stelle befindest, somit also stehst, könnte es sein, dass du dich verstanden hast. Dass du dich versteht hast oder wir uns verstehen. Entschuldigung, die kurze Stille, aber ich musste das gerade in meinem eigenen Kopf hier verarbeiten. Verstehen, verlaufen. Verlaufen im Sinne von etwas, man verläuft sich. Man läuft und dann geht man den falschen Weg. Aber verstehen ist wieder dann was Positives. Untereinander Leute verstehen sich. Sie stehen. Und dann stehen sie einfach nur so rum. Und dann sehen sie und denken sich, oh, ein anderes menschliches Wesen. Mit dem unterhalte ich mal mich. Echt, Deutsch ist eine komische Sprache. Wobei ja auch Englisch eine komische Sprache ist. Im Grunde ist jede Sprache komisch. Wenn man sie von jemand anderem hört oder wenn man selber darüber nachdenkt. Und das war auch das Thema. Jedes Lebewesen hat eine eigene Sprache. Tiere,
Pflanzen, die Planeten selber. Aber nur weil wir sie nicht verstehen, heißt es nicht, dass sie keine Sprache haben. Weil Hunde, sie sprechen auch. Untereinander verstehen sie sich. Sachte, wo bin ich? Wo geht es nach draußen? Ja, folge mir, ich zeige dir den Weg. Diesen Umweg muss ich nur wegen des auf Route 12 schlafenden Pokémon machen. Stimmt, das habe ich mir gar nicht angeschaut. Stimmt. Wegen Relax. Moment, weiche ich dir gerade aus. Also da war nichts. Okay. Und Fluchtzahl. Wenn ich jetzt aber nicht einsetze, ansonsten werde ich wieder an den Anfang gesetzt. Hä? Wovon hat sich's gerade genau? Thema Sprachen. Beispielsweise, gutes Beispiel. Hunde. Hunde haben eine eigene Sprache. Oder, um genau zu sein, Tiere haben eine eigene Sprache. Und nur weil wir sie nicht verstehen, heißt es nicht, dass sie im Prinzip nicht sprechen. Sie sprechen aber, wie gesagt, wir verstehen sie nicht. Okay, die hat die weiteste Sicht überhaupt und sie hat sogar den kleinen Kameraschwenker, sie hat eine kleine Extrawurst verdient. Weißt du, wie man es vermeidet, sich im Gebirge zu verlaufen? Wanderer knicken Zweige, um ihren Weg zu markieren. Und was ist, wenn jetzt irgendwas Großes da an den Zweigen vorbeikommt und mehrere knickt? Was ist dann, liebe Claudia? Würde sie dann nicht eher in die Irre führen, beziehungsweise wenn jemand das weiß, könnte er dann nicht jemand dann auch in die Irre führen, indem er das absichtlich dann an mehreren Stellen macht? Beziehungsweise eine Person würde sich ja dennoch verlaufen, weil wenn sie dann an dieser Stelle mit dem geknickten Zweig zurückkommt, wüsste sie lediglich, sie ist da schon mal vorbeigekommen. Aber dennoch würde sie dann vielleicht nicht unbedingt den richtigen Weg finden, oder? Hier habe ich eine Frage wieder zu viel. Ich eine Frage zu viel, meine Frage. Hm? Und das ist ja dann auch die Sache unter den Tieren, wie sie sich dann auch wieder verstehen. Hunde haben im Grunde eine eigene Körpersprache. Ebenso auch Katzen. Und was für Hunde zum Beispiel, wenn die jetzt mit dem Schwanz wählen, jetzt heißt, oh, ich bin froh, ich bin interessiert, spiel mit mir, oder blablabla. Könnte für Katzen wieder bedeuten, aha, der wählt hier mit dem Schwanz, der macht sich bereit hier für einen Angriff, macht schon mal einen Motor und dann macht er einfach, und der Hund denkt sich, wow, die steht auf mich, die kleine Miezekatze, und versucht es dann immer wieder, und dann wird die Katze natürlich genervt, und so weiter und so fort. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so viel Sinn macht, aber ein universeller Tierübersetzer. Wird er das was bringen? Wäre das überhaupt möglich? Was frage ich ihn überhaupt? Ich habe mein Bestes gegeben. Das ist gut. Solange du mit dir zufrieden bist, ist alles im Lot. Ich will nach Hause. Ja, dann geh doch. Geh doch. Ich bin doch hier nicht dein Babysitter. Ich glaube, der bringt mir eine Attacke bei, oder? Wenn du so hoch oben im steinigen Gebirge bist wie hier, stehen Geröller wie in eine Gefahr da. Kannst du dir vorstellen, dass dir Felsen auf den Kopf fallen? Das wäre doch einfach unvorstellbar schrecklich. Du scheinst keine Angst zu haben. So einen Pokémon Steinhagel erlernen? Kann nur einmal erlernt werden, ist auch schon in Ordnung. Welches Pokémon soll... Kann es einen Pokémon erlernen? Hooligan oder Spyro? Ha. Spyro? Nicht unbedingt, aber Hooligan. Das wäre eigentlich gar nicht mal schlecht. Wobei, nee, ich heb's mir lieber auf. Oh, das ist also doch Angst. Nein, ich denke mir nur, ich hebe es mir auf, als ich vielleicht einem anderen Pokémon Steinhagel beibringen möchte, wo es sich eher lohnen würde. Okay, da ist nichts. An dir komme ich jetzt so nicht vorbei, oder? Ja, auch wieder hier. Gut, seine Karotten gegessen. Aha, kannst du mich besiegen? Das würde jedem obliegen, mit den Fähigkeiten der Kenntnisse sie umzusetzen. Da darfst du aber nicht ersetzen. Entsetzen. Wenn ich es hier tue, hier den Gnadenstoß. Und wenn ich es täte, wäre es ja famos. Treiben tut der Seele gut. Ob ich habe eine Kappe oder Hut auf meinem Kopf sitzen. Den sollte ich nicht anspitzen, wie manche ihren Finger tun. Wir sollten uns lieber ruhen und ich sollte jetzt aufhören. Und dann könnte ich, denn ich würde darauf schwören, dass ihr keinen Bock mehr darauf habt. Und euch nicht an meinem Wissen wollen labt. Okay, das war jetzt... Das war peinlich gewesen, okay. Ich höre schon auf. Jetzt ist meine größte Schwierigkeit. Immer irgendwie bei sowas. Bei anderen Spielen fällt es mir leichter. Ich glaube einfach, weil bei Pokémon ist es wirklich für mich, es ist einfach ein Spiel. Oh. Ein großer Felsen, immer noch mit Gesicht, aber mit vier Armen. Passt auf. Im Arm drücken kann er hier vier Leute gleichzeitig hin.
hinnehmen, aber nicht, wenn es um die Gedanken geht. Die Gedanken sind frei, wer kann sie ahnen? Ups, das war zu viel des Guten. Von dir oder von mir? Ich gebe ja viel Gutes, ich gebe gerne Liebe. Ich trainiere lieber meine Muskeln als mein Gehirn. Das war jetzt ein verdammter Zufall, dass er gegen einen Pokémon namens Brainiac verloren hat. Wovon hat es gerade? Ah, verdammt, hab ein Item übersehen. Was haben wir denn hier? Ein Top-Äther. Ein Top-Äther? Ist das ein Äther und Top-Off-Äther? Wirklich, also. Seine Position ist nicht die beste. So, dir kann ich nicht ausweichen. Oh doch, gar nicht. Alles klar. Und dann sind wir schon gleich wieder aus dem Fenster da draußen, also ganz ehrlich. Das ist jetzt wie momentan bei mir mit Harry Potter. Ich habe das ganz anders in Erinnerung. Und genau davon war die Rede. Einfach Pokémon ist für mich wirklich ein Spiel, da kann ich entspannen. Auch noch, das ist zum Beispiel andere Sachen aus meiner Kindheit, die sind jetzt irgendwie nicht aufrecht geblieben. Ich erzähle gleich weiter. Ich bin wegen der Pokémon hierher gekommen. Beispielsweise Digimon. Ich habe früher sehr gerne Digimon und Pokémon geschaut, ja. Und wann habe ich aufgehört, Digimon zu schauen? Ich glaube, nach Digimon Data Squad hatte ich aufgehört. Das war das mit Digimon und Digisoul und falls euch das was sagt. Aber Pokémon, das ist bis heute hin geblieben. Ich schaue den Anime, Kartenspiele jetzt nicht, aber ich spiele die Videospiele, halt so die Hauptteile. Einmal hatte ich mal auch Pokémon Mystery Dungeon gespielt, um zu sehen, wie ist es und in gewisser Weise macht Spaß, aber ich bevorzuge die Hauptspiele. Einfach mit Pokémon fangen und trainieren, anstatt selber ein Pokémon zu sein und durch Dungeons zu gehen. So, ist ja so ähnlich wie bei The Binding of Isaac. Immer wieder neue Dungeons und Gegner und Items, was man finden kann, aber naja. Und ansonsten einfach, ich glaube einfach, Pokémon ist eben eine Sache. Und eben auch ein Spiel, was mich bis heute einfach zufriedenstellen kann. Ich kann neue Pokémon fangen, ich kann neue Regionen erkunden, ich kann Leute kennenlernen, kann darüber vielleicht neue Ideen, neue Einfälle bekommen, über neue Sachen nachdenken. Alle meine Pokémon wurden besiegt. Ja, dann fangen die neue. Ach nee, geht ja gar nicht. Wieso werden die eigentlich nicht teleportiert, wenn deren Pokémon besiegt werden? Ich werde immer gleich ohnmächtig, habe wohl einen schwachen Blutdruck und dann muss ich zum nächsten Pokémon-Center, zum letzten. Dabei sahst du so süß und harmlos aus. Es ist ein Fan! Und ich rede nicht von dem, der mir Wind zufächert. War da ein Item? Nee? Okay, gut. So, Felsdunnel zu Zurich City, Lavandia. Und das in einer guten halben Stunde. Hey ho! So, da sind wir schon. Route 10. Felstunnel. Der Felstunnel. Der Tunnel der Felsen. Oh. Entschuldigung. Ich fühle mich von vielen Wandern erschöpft. Dann gesell dich zu mir. Setzen wir uns auf eine Bank, wenn es hier eine Bank gäbe. Nirgends gibt es eine Sitzgelegenheit, außer in Pokémon-Centern. Wir müssen uns auf den Training Bogen setzen. Und ich bin ein Gentleman, zieh meine Jacke aus und dann darfst du dir deinen Platz nehmen. Und ich werde sicherlich danach an meiner Jacke schnüffeln, weil ich wissen möchte, wie dein Gesicht riecht. Nein, das will ich nicht. Ich bin ein Gentleman. Ich tue das erst im Geheimen, wenn ich bei mir allein bin. Okay, der Creepy-Faktor ist wieder nach oben geschnellt. Holen wir ihn mal wieder ganz schnell nach unten. Genau, bevor mich nämlich das Tabura niederstarrt. Das Tabura, hast du wieder was Blödes gedacht? Hast du wieder was Unartiges gedacht? Im Grunde denken wir doch alle immer was Unartiges. Nur ob diese Gedanken auch dann vorangestellt werden, das ist eine andere Sache. Ich bin nicht fit. Naja. Also fit aussehen tust du schon. Also. Hey, in meinem Sinn ist es creepy. Für die beiden ist es in Ordnung, weil sie sind gleichaltrig. Oder ist es dann immer noch creepy? Keine Ahnung. Viele Pokémon in dieser Gegend sind grob. Ich wünschte, eines wäre rosa mit einem Blumenmuster. Und das ist... Oh, das ist so cool gemacht. In Pokémon Schwarz und Weiß gibt es ja Zomniam. Und wie sieht das aus? Es ist rosa mit einem Blumenmuster. Und es steht ja sogar auf der Wiki-Seite. Dieser Text hier haben sie als Vorlage für dieses Pokémon genommen. Und ich finde es so cool. So cool, dass sie einfach Sachen aus alten Generationen dann da übernehmen. So,
Schon wirklich nicht mehr, das brauche ich ja gar nicht mehr so. Ah, die Bergluft ist so wunderbar erfrischend. Ich glaube, ich war einmal in der Nähe der Berge. In der Nähe von dem Bauernhof. Und da hat's gestunken von all den Tieren, die da leben. Von den Kühen, von den Schweinen. Hä? Pui! Na gut, ich weiß, ich. Meine Ausdünstungen riechen selber nicht wie eine Straußrose. Aber dennoch, wenn man das nicht kennt, dann ist es schon viel auf einmal hier, als würde man hier einfach so ein Frühstück-Türen auf. Ah! Wunderlauf! BAM! Ein Gestankshammeln ins Gesicht bekommen. Ja. Aber ich bin schon Tierfreund. Und deshalb, ich glaube, deswegen spiele ich auch gerne Pokémon. Im Grunde ja auch Tiere. Eine mutierte Tiere im Grunde, aber hey, Tiere sind Tiere. Ich kann wieder klar denken. Warst du vorher verwirrt? Ich habe das ja manchmal, wenn ich dann an der Nordsee war. Dann konnte ich auch viel ruhiger werden. Ich habe von Bergluft die Nase gestrichen voll. Hast du nicht gerade eben gesagt, die ist gut? Kämpfst du, oder? Oh. Hey du, möchtest du meine Pokémon sehen? Ich dachte, weil er hier läuft. Seht ihr, ich bin auch wieder so gewohnt, dass die alle nur stillstehen. Aber der ist nur einfach nur hin und her gestrollicht. Wie ein Strolch. Wo ist dein Susi? Ich muss sie finden und sie töten. Nein, das letzte habt ihr jetzt nicht gehört. Ich muss sie finden und sie wieder vereinen, damit sie ein glückliches Leben führen können. Bis sie töte. Egal, was ich genommen habe, ich sollte weniger nehmen oder mehr. Je nachdem von der Situation. Habe ich was genommen? Nee, nicht so, soweit ich weiß nicht. Soweit ich weiß nicht. Gut, also. Gleich kommen wir an den Lavandier und da gibt es ja auch so einige Gruselgeschichten. Es ist ja da, wo der Pokémon-Turm ist, wo verstorbene Pokémon begraben werden. Und wie war das? Ich glaube, in Japan gab es, glaube ich, den Fall, dass die Musik, also der Soundtrack von Lavandier, zumindest der frühere war, hatte irgendwie so eine bestimmte Tonfrequenz getroffen, dass sie zu depressiven Gefühlen geführt hat. Irgend sowas hatte ich. Wahrscheinlich bringe ich jetzt Daten durcheinander, aber so ungefähr gab es sowas. Und ich denke mir, das ist möglich. Musik kann verschiedene Wirkungen auf Menschen haben und wenn sie halt bestimmte Frequenzen treffen, können sie auch Gefühle beeinflussen. Nein, meine Pokémon! No! So, jetzt holst du dir eine schwarze Maske und dann machst du hier Luke, I'm not your father. Ich nehme dir über, dass du mich besiegt hast. Was kommt denn da? Ha? Der Baggerfahrer. Komm, der gelbe Baggerfahrer. Lavandia. Sifcope. Scope? Sifscope, oder? Macht das Unsichtbare sichtbar. Sifcope. Creepy. Ich glaube, dir sagt auch was Creepiges, oder? Klappst du an Geister? Nein. Haha. Natürlich nicht. Und diese weiße Hand auf deiner Schulter ist natürlich nicht echt. Hör damit auf! Lavandier, die edle violette Stadt. Ja, na klar, Lavandier von Lavendel. Unheimlich, aber zumindest ist hier drin der Soundtrack ein bisschen freundlicher. Nun gut, meine Damen und Herren, wir sind in Lavandia angekommen. Ich werde erstmal im nächsten Teil den Turm besteigen. Natürlich im Sinne von, dass ich ihn erkunde. Und dann durch ihn einladen, zum Essen, nach Hause führen und wenn es der Moment ermöglicht. Haben wir jetzt noch ein bisschen privat hier. Oh ja! Yeah. Entschuldigung. Ich kann halt ein versauter kleiner Junge. Ich brauche jemanden, der die Zügel in die Hand nimmt. Das kann jetzt auch wieder falsch rüberkommen. Tut mir leid. Und ich weiß, dass wir dort wieder auf Thomas treffen und ja. Hab ich das schon erzählt wegen einem Pokémon? Ich glaube nicht. Ich glaube, das mache ich im nächsten Mal. Gut, meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Ausgabe von Pokémon... Das war gerade synchron hochlaufen. Bravo, 10 Punkte. Wenn Ihnen dieser Part von Pokémon Feuerrot gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin, Ihr 93 Trovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.